You're about to watch Honish Wave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG podcast live, Sunday, 6 p.m. Standard European. Ja, erstmal, wir wussten alle nicht, wer die Frau überhaupt ist, als sie auf einmal da war dann in der neuen Regierung. Ne? Wir hatten alle noch nie ihren fucking Namen vorher gehört. Wir haben dann halt beobachtet, wie immer wieder, keine Ahnung, NSU-Morde und oh, der Rechtsextremismus, größtes Problem und verstärkte Arbeit gegen Hass im Netz und so weiter und so fort, ne? Dass das ihre Wortwahl immer war, dass sie immer wieder darauf rumgeritten ist. Ihren Amtsantritt stellte sie sofort unter die Prämisse des Kampfes gegen Rechtsextremismus. In der Migrationspolitik muss es das Maximum sein, im Zweifel eine Koalition der Aufnahme bereiten, zu deren keiner Bock hatte nachher, glaube ich, ne? Genau, da ist sie also grandios gescheitert. Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge. Hm? Soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand der, dass es kein weiteres Land neben Deutschland gibt, was aufnahmebereit ist. Der Telegram will sie abschalten. Was mich wundert, ne? Weil die überaltern ja wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt mal an. Da muss ja auch irgendjemand die Rente bezahlen. Trotzdem, irgendwie wollen die nicht, dass die Flüchtlinge die Rente von denen bezahlen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, die Antwort ist, es gibt keinen anderen. Also es waren immer dieselben Töne. Es gab natürlich rein gar nichts über Islamismus von unserer Innenministerin, wohlgemerkt, in einem Land, wo islamistische Gefährder um mehrere Größenordnungen die Zahlen übersteigen, die wir bei Rechtsextremismus haben. Ja, und jetzt ist halt herausgekommen, dass sie diesen schönen Artikel hier geschrieben hat, in einem Magazin namens Antifa, mit dem Titel NSU 2.0 aufgeklärt? Fragezeichen. Das war am 3. Juli 2021. Gastbeitrag von Nancy Faeser. Dieses Blatt wird herausgegeben von dem Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA. Und über die lesen wir im Verfassungsschutzbericht. Die VVN-BDA, das ist der aktuelle Verfassungsschutzbericht, VVN-BDA ist die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus. Anlassbezogen arbeitet sie mit offen linksextremistischen Kräften zusammen. In der VVN-BDA wird nach wie vor ein kommunistisch orientierter Antifaschismus verfolgt. Diese Form des Antifaschismus dient nicht nur dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Vielen Dank schon mal an Pfannenflicker. Vielmehr werden alle nicht-marxistischen Systeme, also auch die parlamentarische Demokratie, als potenziell faschistisch, zumindest aber als eine Vorstufe zum Faschismus betrachtet, die es zu bekämpfen gilt. Ja, wer hätte das gedacht bei einem Verein, der eine Zeitschrift rausgibt, die sich Antifa nennt? Auf dem 23. Parteitag der DKP richtete die VVN-BDA eine Grußbotschaft an die Freundinnen und Freunde der DKP, also Deutsche Kommunistische Partei. Sie wurden auf eine Unvereinbarkeitsliste von der SPD gesetzt. Das wurde dann aber 2010 wieder aufgehoben. Und ja, ansonsten könnten wir jetzt natürlich sie aus der SPD, also geschweige denn aus ihrem Amt als Innenministerin, nochmal, diese Frau ist unsere Innenministerin und sie liegt mit diesen Leuten im Bett. Man hätte sie aus der SPD rausschmeißen können, wäre nicht 2010, als das Overton-Fenster offenbar ein bisschen gewandert war, sie von dieser Liste darunter gekommen. Das Thema in dem Artikel ist, wie gesagt, dieser NSU 2.0. Es geht da also um diese Drohschreiben unter diesem Namen, den man bereitwillig in den Medien aufgegriffen hat, weil man damit natürlich wieder schön den NSU, die Mordserie des NSU, in das Rampenlicht rücken konnte, die jetzt mittlerweile, was, 15 Jahre her ist, der letzte Mord oder so. Auf jeden Fall Ewigkeiten her, aber damit konnte man sie wieder schön ins Rampenlicht bringen und so hat man natürlich auch diesen Typ, der nichts anderes gemacht hat, als ein paar Briefe verschickt mit diesem Absender und irgendwie, ja, ich werde euch umbringen und so, zu der Publicity verholfen, die er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Ja. Der wurde ja hofiert. Also der NSU 2.0, das ist ja ein Ding seit Jahren, das Ding wurde ja hofiert, das wurde also dermaßen dankbar angenommen von den Medien, das kann man sich kaum vorstellen. Ich meine, das könnte ein 17-Jähriger sein, der 300 Kilo wiegt, in seinem Schlafzimmer. Ja, soweit ich weiß, hat man ihn ja jetzt. Das war irgendjemand, der, ich glaube, sich in irgendein Polizeisystem eingehackt hat oder so und darum herausfinden konnte, oder ins Einwohnermelderegister oder sowas. Irgendwie sowas in der Art war das. Da war irgendwann ein Polizist tatverdächtig, woraus kam, okay, völliger Blödsinn. Also, komische Geschichte. Der Idiot hat es dabei belassen, Briefe zu verschicken. Und das wurde halt dankbar angenommen, um daraus den NSU 2.0 zu machen. Der Fairness halber will ich mal noch erwähnen, in diesem Artikel selber sagt sie jetzt nicht irgendwie, wir müssen die kommunistische Revolution starten oder irgendwas dergleichen, sondern halt das typische Gewäsch, ne? Oh, Rechtsextremismus größte Gefahr, oh, ja, ungeahnte Ausmaße wieder der Bedrohungslage, weil irgendwer hat ein paar Briefe geschrieben. Das war der Inhalt von diesem Artikel, aber wie ja auch der Vergleich gezogen wird von der Jungen Freiheit, wenn jetzt Seehofer mit einem derart rechtsextremen Ding kooperiert hätte, dort einen Artikel geschrieben hätte, also nicht mal irgendwie Junge Freiheit oder die Medien, die wir hier standardmäßig nutzen, sondern irgendwie Sturmfront
88. Da hat er irgendeinen netten Artikel darüber geschrieben, dass der Linksextremismus das größte Problem in Deutschland ist. Dann wäre er morgen weg vom Fenster gewesen. Ja, gestern. Dafür hätten die eine Zeitmaschine erfunden. Ja, oder hätten irgendwas gemacht, um Wurmloch zu erzeugen, um in der Zeit zurückzureisen, um ihn dann gestern noch rauszuschmeißen. Marc Dietschkau, das ist der Pressesprecher der SPD in Sachsen, der hat sie verteidigt daraufhin und hier ein paar Screenshots von Artikeln über diese Affäre gepostet, unter anderem von der Bild, der Jungen Freiheit und so weiter, und schreibt: Bild, AfD, CDU, CSU, Junge Freiheit, Reitschuster, natürlich haben die alle ein Problem mit Hashtag Antifaschismus. Wer die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes vom Verfassungsschutz beobachten lässt, ist schlicht nicht mehr ganz dicht im Kopf. Dass die überhaupt auftauchen im Bericht, das ist das Problem. Selbst hier, wenn wir einen Bericht haben vom Verfassungsschutz, in dem uns offenbart wird, dass diese Leute eine kommunistische Revolution wollen und ihre Definition von Faschismus als Antifaschisten, ihre Definition von Faschismus darauf hinausläuft, dass Faschismus die demokratische oder die parlamentarische Demokratie mit einschließt, die man abschaffen müsse. Ne? Selbst wenn wir das so konkret haben, sagt man immer noch, ja, ihr seid wohl für Faschismus. Ihr seid wohl für Faschismus, weil ihr seid gegen Antifaschismus. Ist unglaublich. Also an keinem Punkt hören die auf mit dem Scheiß. Nein. Es gab da einen schönen Hashtag auf Twitter, der unter Journos und dem üblichen Klientel beliebt war. Der hieß Hashtag Halt die Fresse Bild. Das finde ich auch sehr lustig, wie diese Leute sich immer framen als, oh ja, wir sind die Intellektuellen und wir sind halt für die Liebe. Wir wollen nicht diese Menschenfeindlichkeit haben. Aber wenn da mal einer, der für sie strategisch wichtig ist, in Bedrängnis kommt, ist die Reaktion, Schaute, halt die Fresse. Also dann kommt diese komplette Prolltour daher. Man muss vielleicht auch mal anmerken, dass der Hashtag Halt die Fresse Bild, der trendet so ungefähr alle 3 Wochen. Also das ist das Normalste auf der Welt. Das kommt immer wieder, dieses Ding. Immer und immer wieder kommt dieses Ding. Ja. Und die FDP hat sich als die größten Kacks der Welt nochmal geoutet. Der Koalitionspartner FDP dagegen stärkt der Innenministerin den Rücken. Der Welt am Sonntag sagte FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle, nochmal FDP-Fraktionsvize, der Text eignet sich hervorragend als Lektüre für CDU und CSU-Innenpolitiker, die die Gefahr des Rechtsextremismus jahrelang unterschätzt haben. Außerdem habe die Union dem Treiben eines gefährlichen Verschwörungsideologen an der Spitze des deutschen Inlandsnachrichtendienstes keinen Einhalt geboten. Damit spielt Kuhle auf den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, an. Also, das ist der FDP-Fraktionsvize und er sagt, weil ein paar Leute aus der CDU das kritisieren, dass jemand, der für ein Blatt von der größten linksextrem beeinflussten Organisation in Deutschland geschrieben hat, unsere Innenministerin ist, ne, der sagt denen, ach, lest euch den Text doch nochmal durch, ihr seid doch selber rechtsextrem, wenn ihr es doof findet. Also in anderen Worten, der Fraktionsvize der SPD ist von seinem Temperament her, von seiner Einstellung her, ein kommunistisches U-Boot. Ein Kryptokommunist, der sich da reingeschlichen hat, oder jemand, der zu einem Punkt gekackt ist, dass es auch gleich sein könnte. Wenn du sagst, oh, sie schreibt für dieses wortwörtlich linksextreme Blatt und ihr seht darin ein Problem, lest den Text doch nochmal durch, ihr seid alle rechtsextrem, dann kannst du auch genauso gut ein Kommunist sein. Der FDP-Fraktionsvize. Genau, das mit Maaßen war eine Sache, die breiter anklingen lassen wurde, auch aus SPD und Grünen, erhielt Faeser viel Zuspruch. Gut, dass wir jetzt eine Innenministerin haben, die den Kampf gegen rechts ernst nimmt, twittert SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Grünen-Politiker Sven Kindler schrieb, die CDU-CSU-Innenminister vor Faeser. Was soll das alles heißen, Alter? Stummel, das sind einfach nur Worte. Was soll das? Sag mal, inwiefern wurde der Kampf gegen rechts die letzten 10 Jahre nicht ernst genommen? Was hätte man da verhindern können, was nicht verhindert wurde? Was hätte man besser machen können? Wo hat Hans-Georg Maaßen versagt? Das sind einfach nur Worte, Alter. Naja, er ist ein Verschwörungsideologe, ne? Wurde ja gerade anklingen lassen von dem FDP-Fraktionsvize. Das ist ihr Problem. Also eigentlich, er hätte sich selber überwachen müssen, weil er ist selber ein Extremist. Der ja, und dann hätte er was verhindert? Welchen Kampf gegen rechts hätte er dann geführt? Na, den Kampf gegen weißt Leute, du, den Kampf gegen Leute, die sowas wie die Hetzjagd in Frage stellen. Ja, also Leute, die die Wahrheit in Frage stellen. Also andersrum, Leute, die die Wahrheit gegenüber einer Lüge sagen, ja. Der Grünen-Politiker Sven Kindler schrieb, die CDU-CSU-Innenminister vor Faeser haben jahrelang Hans-Georg Maaßen und seine Machenschaften als Präsident des Verfassungsschutzes gedeckt. Die Erwähnung des VVN-BDA im Verfassungsschutzbericht in Bayern ist das eigentliche Problem, über das diskutiert werden solle. Wie gesagt, sie beziehen sich mit ihren Verschwörungstheorie-Sachen hier bei Maaßen auf die Verwendung des Wortes Globalisten. Er hat Globalist gesagt und damit ist er ein mutmaßlich antisemitischer Verschwörungstheoretiker. So wasserdicht ist das hier alles. Und das Problem ist, dass der Verfassungsschutz so etwas wie diese Leute, die bringen ein Blatt raus, das heißt Antifa. Ne? Große Überraschung. Ja. Es sind linksextreme Kommunisten. Große Überraschung, sie lehnen die Demokratie ab. Naja,
Genau, die Linksparteichefin hat natürlich auch nochmal Faeser in Schutz genommen. Ich meine, das ist ja quasi die Antifa, ne? Wir haben gesehen, was da bei dem bei der Strategiekonferenz abgeht. Wir sehen, dass Leute wie, wie heißt sie, aus Sachsen, aus Leipzig. Ach so, Juliane Nagel. Genau, danke schön. Leute wie Juliane Nagel zum gewalttätigen Linksextremismus Kontakte haben, enge Verflechtungen mit Lina E. und so weiter. 10 Minuten, nachdem die Polizei da die Hausdurchsuchung macht, auf der Matte stehen, bei Lina E. zu Hause oder dort, wo sie da versteckt war. Ne, also ich meine, dass die Linken das in Schutz nehmen, ist ja sowieso klar. Das ist ja quasi Antifa-Kurs, wo sie da sind. Die haben ja mehr Leute mit Verflechtungen mit Antifa als ohne. Hat sich die Barbara Borchert laut Welt verfassungsfeindliche Verfassungsrichterin von der Linken da eigentlich auch zugeäußert? Und nicht, dass ich wüsste. Faeser in Schutz genommen oder so? Ah ja, okay. Ich meine, ihr seht ja, was hier passiert, ne? Hier kommen jetzt Leute rein, das sind im Endeffekt Linksextreme. Und die kommen in die höchsten Ämter. Die kommen in die höchsten Richterämter, die kommen in die höchsten Politikerämter. Unsere Innenministerin kuschelt mit Linksextremen, schreibt einen Artikel für Linksextreme. Was hier passiert, ist ja klar. Das ist eine kommunistische Machtübernahme, in deren Mitte wir gerade sind. Nicht von heute auf morgen, aber halt langsam in Tropfenform. Und ja, so langsam nimmt das auch richtige Formen an, die jeder mal langsam sehen können sollte. Und die FDP macht damit. Ja, der Fraktionsvize. Lest das doch mal durch, was sie da geschrieben hat. Ihr seid doch alle rechtsextrem, wenn ihr es doof findet. Das ist das Faeser-Thema. Und ja, da habe ich noch ein kleines Addendum. Sie hat sich auch nochmal dazu geäußert, heute. Da gibt es einen schönen Tweet. Die von der jungen Freiheit, also sie nimmt jetzt nochmal Stellung dazu, dass ihr vorgeworfen wird, für ein linksextremes Blatt einen Artikel geschrieben zu haben. Ja? Ist das akkurat zusammengefasst, Schlummo? Ja, ein Blatt, sind wir mal super akkurat, ein Blatt, das laut dem Verfassungsschutz zur größten von Linksextremen beeinflussten Organisation in Deutschland gehört. Von wem? Von Linksextremen. Ja. Gut. Jetzt ihr Tweet dazu. Die von der jungen Freiheit, der AfD und anschließend der Bild-Zeitung und CDU-Abgeordneten erhobenen Vorwürfe sind durchschaubar. Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt und werde das auch weiterhin tun. Alles klar. Leute, wirklich, also dieses Spiel mit Worten, diese Leute, die das nicht durchschauen oder nicht durchschauen wollen, ihr seid echt Opfer. Richtig krasse Opfer einfach nur. Es sind Worte, die vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Ja, wir kritisieren sie zum Beispiel dafür, immer wieder damit hausieren zu gehen, da ist hier nicht die Einzige, ja, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Wenn man sich dann zum Beispiel die Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts anguckt, dann stellt man fest, dass, ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, 17 Mal so häufig oder so ermittelt wird gegen Islamisten, wie gegen Rechtsextreme ermittelt wird. Und ihr Statement zu der ganzen Causa ist, ich habe schon immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt. Und werde das auch weiterhin tun. Alles klar. So viel, wie da auch rauskommt, ne? Was denkt ihr, wie viele Leute, die genau so sind, die eigentlich selber linksextrem sind, in solchen Positionen noch sitzen werden, die ein bisschen schlauer sind, als ein halbes Jahr, bevor sie Innenministerin werden, so einen scheiß Artikel im Blatt Antifa zu schreiben? Ja, Bus, jetzt unterstellst du da irgendwie was mit schlauer Intelligenz und so. Schlummer, es hat doch keine Konsequenzen. Sie zeigt doch damit den Linksextremen, wir sind wählbar für euch. Wir machen die Politik oder wir benutzen zumindest die Worte, die ihr so gerne hört. Wir machen gemeinsame Sachen mit euch. Die Magazine, die ihr so gerne mögt, richtig. Und sie kommt doch damit durch. Also ich halte das für ziemlich intelligent, genau so zu verfahren. Ja. Weil die Leute, die zum Beispiel diesem SPD-Abgeordneten, ich habe den Namen leider vergessen, dem haben sie in, ich glaube, es war Berlin-Friedrichshain, da haben sie vor 3 Jahren ungefähr, haben sie dem sein Parteibüro, da, ich glaube, Scheim eingeschmissen, beschmiert und so weiter. Und da war anfangs von, oh, rechtsextreme Überfall in Berlin, Friedrichshain und so auf Parteibüro. Weißt du, was, wenn er rauskam? Antifa. Ja, der Typ war linksextreme nicht links genug. Ja, wieso habe ich gerade dieses Fass aufgemacht? Ach so, genau, diesen Leuten, ja, die den Laden da verwüstet haben, von außen zumindest, ne, weil der SPDler ihnen nicht links genug war, denen gibt man jetzt ein Zeichen, so, hey, Leute, ne, Innenministerin, die schreibt ja, für das Magazin Antifa, ist doch alles gut. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn das dann nicht noch mal medial rausgekommen wäre, was übrigens der jungen Freiheit zu verdanken ist. Die hat das ans Tageslicht gebracht. Nee, wieso wäre das besser gewesen? Jetzt weiß es jeder, Schlummo. Ja, aber sie wusste, also diese Kreise wussten das ja schon. Wie gesagt, das ist das Blatt von der größten linksextrem beeinflussten Organisation in Deutschland. Ja, aber die Bewohner der Liebig 34 oder der ehemaligen Liebig 34, die wussten das vielleicht noch nicht. Jetzt weiß es wirklich jeder.
Ja, aber ich Also meine, du jetzt. büßt ja immer noch Anschlussfähigkeit ein dadurch, mehr als du sie gewinnst. Weil diese richtig Linksextremen, das sind ja nicht wirklich viele. Aber wen verlierst du denn, Schlomo? Die hat doch nicht einen Wähler verloren durch die Aktion. Ein Wenn paar andere. morgen Bundestags- oder wenn eine Woche vorher und eine Woche später, ja, bevor das jetzt hier publik wurde, Bundestagswahl gewesen wäre. Also angenommen, die SPD hätte da 1% verloren, dann nicht deswegen. Wirst wahrscheinlich recht haben. Ich meine, dass die Bild das noch zum Thema gemacht hat, das wird ein gewisses Schadensausmaß für sie gehabt haben. Na, dann ist aber die Schadensbegrenzung, die man da betreibt, indem man sagt, dass man schon immer klare Kante gegen Rechtsextremismus, was am Thema vorbeigearbeitet ist. Und alle Das ist ja auch Feinde das der Ding. offenen Ist eigentlich Gesellschaft. egal, was passiert, ne? Es kann in China ein Sack Reis umfallen oder, keine Ahnung, eine Chemiefabrik fliegt irgendwo in die Luft Ja, durch klare einen Kante gegen Unfall. Rechts. Ja, klar, das kann man immer noch mal dazu erwähnen. Ja, ich meine, es hat natürlich auch einen normalisierenden Effekt, dass es jetzt rausgekommen ist, ne? Ich meine, ich denke nicht, dass man politisch mehr gewinnt hierdurch, als man verliert. Ob die paar verlausten Leute da, die in der roten Flora sitzen, dich wählen oder nicht wählen, das ist am Ende vom Tag eigentlich scheißegal. Dass sie diesen Kram hier macht, das hat eher damit zu tun, dass sie selber ideologisch so gesinnt sein wird. Aber du normalisierst diese Gesinnung, die man bisher immer verbergen musste, und Genau, du verschaffst leierst dir das damit mehr Overton-Fenster wieder Legitimität. so ein bisschen aus. Das ist natürlich wahr, ja. Aber ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass sie wirklich wollten, dass es rauskommt. Ich gehe davon aus, die junge Nein, Freiheit davon gehe ich auch nicht aus. hat ihnen Aber da ich gehe Streiche davon aus, dass gespielt. das ein bisschen zumindest auch dankbar angenommen wurde. Ein bisschen vielleicht auch, scheiße, Mensch, Nancy, was hast du denn da gemacht? Aber ein bisschen auch, ja, naja, komm. Ziehen wir hier Über, erstmal überleg draus. mal, überleg mal. Letzte Woche zumindest wurde das Verfahren eingeleitet gegen Otte, weil er sich was rechtmäßig ist, von der AfD als Kandidat für ein Bundespräsidentenamt hat aufstellen Dafür lassen. soll er rausgeschmissen werden aus der CDU. Ja, aber das hier ist okay. Tja, wir können hieraus ziehen, die FDP ist bis ins Innerste durchsetzt von diesen Leuten. Die FDP ist an diesem Punkt mehr mit Progressiven besetzt als mit Konservativen, die halt nur buckeln. So sieht es für mich zumindest aus, wenn der Fraktionsvize sich hinstellt und sagt: Ja, ihr CDU-Leute, die paar, die es kritisiert haben, lest noch mal ihren Text gut durch, dann versteht ihr, dass ihr die Bösen seid. Gut. Das wäre das Thema. Und damit haben wir jetzt, ich glaube, Drosten, ne? Drosten, genau. Alles klar, dazu haben wir ein sehr langes Segment und mit dem wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass im letzten Jahr, ziemlich exakt vor einem Jahr, ein Herr Professor Roland Wiesendanger, ich fände übrigens Wiesendanger ein bisschen cooler, jedenfalls hat dieser Professor der Universität Hamburg, der hat ein Paper rausgebracht, wo er die These aufstellt, dass das Coronavirus möglicherweise oder laut seiner Meinung zu 99,9% aus einem Labor stamme. Das Ganze geschah allerdings zu einer Zeit, als eine Mutmaßung darüber noch sozial geächtet wurde. Erinnert euch vielleicht, ist gerade mal ein Jahr her. Da lief man Gefahr, seinen Facebook-Account oder YouTube-Account zu verlieren, wenn man behauptet, dass das Virus möglicherweise aus einem Labor stamme. Wenn ich das alles so richtig verfolgt habe, dann ist aktuell die Mainstream-Meinung wahrscheinlich eher aus einem Labor als nicht. Damals war die Mainstream-Meinung auf keinen Fall aus einem Labor. Da schwamm also Herr Wiesendanger, passend zu seinem Namen, gegen den Strom. Das hat dann auch die unideologischen Universalgelehrten des Volksverpetzers auf den Plan gerufen. Und die titelten damals: Uni Hamburg verbreitet unwissenschaftliche Thesen als Studie, Medien verzerren weiter. Wenn ich das mal so überfliege hier, das ist mir also echt meine Nerven nicht wert, aber wenn ich das mal so überfliege, dann haben wir hier zum Beispiel folgendes Argument: Kritik von anderen Expert-DoppelpunktInnen. Auch eine Gruppe von Wissenschaftlern um Biologin Dr. Andrea Thorn Würzburg hat dazu Stellung bezogen und hier konkrete Punkte kritisiert und näher erläutert. Darin widersprechen sie sechs wesentlichen Aussagen aus dem Papier. So gehört das betreffende Labor in Wuhan zu den weltweit sichersten und Wiesendangers Quellen können das auch nicht widerlegen. Ach so! Also wenn das eins der weltweit sichersten ist, dann ist das ein Argument, das so gut ist, dass das hier beim Volksverpetzer Berücksichtigung findet. Demnach müsste der Volksverpetzer eigentlich auch pro Atomkraft sein, denn die heute errichteten oder heute vor 10 Jahren errichteten Atomkraftwerke gehören zu den sichersten der Welt. Da kann also gar nichts schiefgehen. So, ein Argument gucken wir uns noch an. Auch ist eine bisherige Unkenntnis über einen Zwischenwirt
kein Beleg, dass es nicht tierischen Ursprungs ist. Okay. Also in anderen Worten, Wiesendanger habe dort nicht über jeden Zweifel erhaben bewiesen, dass das Virus aus einem Labor stammt. Denn es gibt dort noch Ungewissheiten. Ja, und damit ist der Fall dann debunked. Womit dann übrigens auch die Evolutionstheorie ein für alle Mal debunked ist. Denn es gibt ja nach wie vor sogenannte Missing Links. Also sprich, Gott hat die Welt erschaffen und das alles innerhalb einer Woche. Gut, aber es soll hier ja nicht um minder bemittelte Medienoutlets gehen, sondern um Chad Wiesendanger. Und der hat dem Cicero diese Woche ein Interview gegeben und das trage ich euch jetzt vor. Roland Wiesendanger ist Nanowissenschaftler und Professor für experimentelle Festkörperphysik an der Universität Hamburg. Im Februar 2021 veröffentlichte er eine Studie zum Ursprung des Coronavirus, die damals viel Aufsehen erregte und heftig kritisiert wurde. Denn Wiesendanger kam zu dem Ergebnis, dass der wahrscheinlichste Ausgangspunkt der Pandemie ein Virenlabor in Wuhan ist. Herr Wiesendanger, wann haben Sie zum ersten Mal den Verdacht geschöpft, dass Coronavirus SARS-CoV-2 könnte aus dem Labor stammen? Seit Ende 2019 habe ich die Ereignisse in Wuhan verfolgt, zunächst aus privatem Interesse. Das Verdachtsmoment bezüglich eines Laborursprungs wurde zum ersten Mal von zwei chinesischen Wissenschaftlern im Februar 2020 auf dem Webportal ResearchGate veröffentlicht. Es waren dann vor allem zwei Ereignisse, die mich sehr misstrauisch gemacht haben. Das erste war ein offener Brief von 27 Virologen, der damals in der renommierten Medizinfachzeitschrift The Lancet erschienen ist. Cicero? Zu den Unterzeichnern zählte der Berliner Charité-Professor Christian Drosten. Wiesendanger? In diesem Brief kam zum ersten Mal der Begriff Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit der Labortheorie auf. Später haben ihn Journalisten und Politiker übernommen, aber eingeführt wurde er von diesen 27 Virologen, die sich sehr frühzeitig auf die Theorie der Zoonose, also eines natürlichen Ursprungs der Pandemie, festgelegt haben. Aber das entbehrte jeglicher Grundlage. Dieser Brief war keine wissenschaftliche Publikation mit nachvollziehbaren Begründungen, sondern er war eine reine Meinungsäußerung. Gibt's da auch einen Artikel vom Volksoppitz dazu? Ich hab da so meine Zweifel. So etwas hatte ich in 35 Jahren aktiver wissenschaftlicher Tätigkeit noch nie gelesen. Das gehört einfach nicht in eine wissenschaftliche Zeitschrift. Deshalb bin ich stutzig geworden. Inzwischen hat die Lancet-Redaktion die Interessenskonflikte einiger der Autoren offengelegt. Stand dazu was im Artikel des Volksverpetzers? Nein. Cicero, was war das zweite Ereignis, das Sie jetzt stutzig werden lassen? Wiesendanger, eine weitere Veröffentlichung, eine sogenannte Correspondence in der Fachzeitschrift Nature Medicine von Christian Anderson und vier weiteren Autoren über den Ursprung von SARS-CoV-2. In der Kurzzusammenfassung zu Beginn dieses Aufsatzes stand, Zitat, unsere Analysen zeigen eindeutig, dass SARS-CoV-2 kein Laborprodukt oder ein gezielt manipuliertes Virus ist. Zitat Ende. Das ist aber interessant. Gerade vor dem Hintergrund, dass Wiesendanger nie gesagt hat, so ist es, sondern nur, es ist sehr wahrscheinlich. Und auch ganz witzig, dass wir vorhin von dieser Biologengruppe da, um Frau, weiß ich wie sie hieß, erfahren haben, die Wiesendanger ankreiden, dass das Labor sehr sicher ist, aber diesem Paper nicht ankreiden, irgendwas zu 100% zu wissen. Ja, ich zitiere nochmal, unsere Analysen zeigen eindeutig, dass das SARS-CoV-2 kein Laborprodukt oder ein gezielt manipuliertes Virus ist. Zitat Ende. Aber wenn man den Text bis zum Schluss gelesen hat, was vermutlich kaum ein Journalist oder Politiker getan hat, fragt man sich, wie die Autoren auf diese Aussage gekommen sind. Denn es wird darin kein einziges wirklich überzeugendes Argument genannt, das gegen die Labortheorie spricht. Da haben bei ganz vielen Wissenschaftlern die Alarmglocken geläutet. In der Medienwelt diente diese Veröffentlichung jedoch als Beleg dafür, dass Mutmaßungen über Laborexperimente als Ursprung der Pandemie Fake News seien. Zahlreiche Faktenchecker haben sich auf diesen Artikel in Nature Medicine bezogen. Cicero, wenn damals schon bei vielen Wissenschaftlern die Alarmglocken geläutet haben, warum hat sich dann niemand von ihnen öffentlich zu Wort gemeldet? Ja, das möchte ich gern beantworten, weil auch der letzte Wissenschaftler gemerkt haben wird, dass du Kopf und Kragen riskierst, wenn du dem Narrativ widersprichst. Wiesendanger. Es gab Wortmeldungen. Der Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier, Mitentdecker der HIV-Viren. Da haben wir aber einen groben Fehler beim Cicero. Das sind HIV-Viren. Das V steht bereits für Virus. Hat im französischen Fernsehen ein Interview gegeben. Er erklärte, dass die Gensequenz von SARS-CoV-2 eindeutige Spuren enthält, die auf einen nicht natürlichen Ursprung hinweisen. Er wurde daraufhin vehement bekämpft. Und zwar in einer Art und Weise, die komplett unwissenschaftlich war. Nein! Gibt's denn so was? Denn wenn seine Argumente wissenschaftlich zu widerlegen sind, hätte man das tun können. Ja, so wie bei Ihnen, Herr Wiesendanger, da wurden Sie ja wissenschaftlich debunked. Zum Beispiel mit dem Punkt, dass das Labor in Wuhan zu den sichersten der Welt gehört. Weiter im Text. Aber dies ist nicht geschehen. Stattdessen wurde er diffamiert und lächerlich gemacht.
sowohl in französischen Medien, aber auch von Herrn Drosten. Das kann man heute noch nachlesen, in der schriftlichen Fassung des NDR-Podcasts vom 12. Mai 2020. Herr Drosten hat darin keinerlei wissenschaftliche Argumente gebracht, sondern er hat gesagt, Zitat, dieses Thema, also der Laborursprung, ist einfach erledigt. Das ist auch erledigt, wenn ein im Ruhestand befindlicher Nobelpreisträger in einer Talkshow darüber spricht. Es ist trotzdem immer noch erledigt. Zitat Ende. Cicero. Im Februar 2021 haben sie ihre Studie veröffentlicht. Sie haben darin zahlreiche Fakten und Indizien zusammengetragen, die für einen Laborursprung sprechen. Auch sie wurden deshalb massiv verunglimpft und angefeindet. Waren sie davon überrascht? Wiesendanger. Nein, ich hatte es so erwartet. Denn ich hatte ja die heftigen Reaktionen auf die öffentliche Stellungnahme von Luc Montagnier gesehen. Er ist Nobelpreisträger, ich bin längst nicht so renommiert wie er. Mir war das bewusst. Zumal zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung meiner Studie die Labortheorie immer noch als Verschwörungstheorie galt. Soziale Medien wie Facebook haben alles zensiert, was damit in Zusammenhang stand. Und die höchsten Vertreter der deutschen Politik, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder etwa Ministerpräsident Markus Söder, haben immer wieder von einer Naturkatastrophe gesprochen. Auch die Politik hat das übernommen, was einige wenige Virologen propagiert haben. Die Zoonose-Behauptung wurde in keiner Weise hinterfragt. Das ist ein grundsätzliches Problem in der heutigen Zeit. Die Politik versucht, sich auf sogenannte Experten zu verlassen und bezieht sich auf angebliche Fakten, die sich dann in vielen Fällen nicht als Fakten darstellen, sondern nach kurzer Zeit als falsch erweisen. Cicero. Nun werfen sie diesen Virologen, zu denen auch Herr Drosten zählt, aber nicht nur vor sich geirrt, sondern die Öffentlichkeit gezielt getäuscht zu haben. Wiesendanger. So ist es. Das ist jetzt auch durch E-Mails des Immunologen Anthony Fauci in den USA öffentlich geworden und wird dort intensiv diskutiert. Fauci, der eine zu den National Institutes of Health gehörende Unterabteilung leitet, hatte sich am 1. Februar 2020 in einer Telefonkonferenz mit etwa 10 der international führenden Virologen über SARS-CoV-2 ausgetauscht. Von deutscher Seite war Christian Drosten daran beteiligt. Anlass dieser Telekonferenz war, dass mehrere amerikanische Top-Virologen gegenüber Anthony Fauci bereits im Januar 2020 geäußert hatten, dass die Gensequenz von SARS-CoV-2 eindeutige Hinweise auf einen nicht natürlichen Ursprung liefert. Cicero, welche Hinweise sind das? Wiesendanger. Es geht insbesondere um die sogenannte Furin-Spaltstelle. Furin ist ein Enzym. Und diese Spaltstelle zwischen zwei Teilen des Spike-Proteins wurde offenbar eingebaut, um dem Virus ein leichteres Eindringen in menschliche Zellen zu erlauben und eine leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung zu ermöglichen. Das war schon Ende Januar 2020 die Vermutung von mehreren weltweit führenden Virologen. Und darüber ist in dieser Telekonferenz diskutiert worden. Im Anschluss ging es darum, wie man diesen Verdacht gegenüber der Öffentlichkeit kommunizieren soll oder eben nicht. Cicero, jetzt wird es spannend. Wiesendanger. Es ist dokumentiert, dass diese führenden Virologen innerhalb von 3 Tagen zwischen dem 1. und 4. Februar ihre Meinung um 180 Grad gedreht haben. Dazu zählt auch, ich habe ihn vorhin Christian Andersen genannt, der heißt möglicherweise Christian Andersen, der dann Erstautor dieser seltsamen Nature Medicine Publikation war. Und es ist auch dokumentiert, dass Anthony Fauci diese Publikation wesentlich beeinflusst hat. Ebenso wurde der offene Brief in der Zeitschrift The Lancet organisiert. Das alles geschah in diesen 3 Tagen nach der Telekonferenz. Das zeigt meines Erachtens ganz klar, dass es Vertuschungsversuche gab und dass die Beteiligten eine ganze Reihe an Unwahrheiten von sich gegeben haben. Ich habe jetzt mal geguckt, ob ich auf die Schnelle was finde, wo der Herr Christian Andersen, kommt übrigens aus Dänemark, also Christian Andersen ist wahrscheinlich richtig oder richtiger als Christian Andersen zumindest. Ich habe versucht, was zu finden, wo er sich noch Pro-Labor-Theorie äußert, konnte aber nichts finden. Wie gesagt, auf die Schnelle. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, dass sich Herr Wiesendanger das nicht ausgedacht hat. Also, dass Andersen nebst anderen innerhalb von 3 Tagen eine 180-Grad-Wende hingelegt hat. Cicero zum Beispiel, also es geht hier noch um die Beteiligten, die eine ganze Reihe Unwahrheiten von sich gegeben hätten. Wiesendanger. Die Telekonferenz ist im Juni 2021 bekannt geworden. Christian Andersen, der am Scripps Research Institute in Kalifornien forscht, ist daraufhin von amerikanischen Journalisten gefragt worden, wie es erklärt werden könnte, dass er zuerst klare Hinweise auf einen Laborursprung gesehen hat und dann Erstautor eines Fachartikels wird, in dem exakt das Gegenteil steht. Nämlich, dass vollkommen klar sei, dass das SARS-CoV-2 zoonotischen Ursprungs ist. Andersen hatte den Journalisten damals geantwortet, es sei nichts Außergewöhnliches in der Wissenschaft, dass man Annahmen hinterfragt und nach langen Diskussionen und tiefgreifenden Überlegungen zu einem anderen Schluss komme. Das
sei zwischen dem 1. Februar und dem 3 Monate später veröffentlichten Artikel geschehen. Angeblich. Nach diesem Interview wurde Andersen nachgewiesen, dass er bereits am 4. Februar in einem Brief an den Präsidenten der National Academy of Sciences die Zoonose-Theorie vehement vertreten hat. Deshalb gibt es in den USA nun Forderungen an die involvierten Wissenschaftler, sie sollten doch bitte der Öffentlichkeit erklären, welche neue Erkenntnis innerhalb von 3 Tagen zu einer kompletten Drehung ihrer Meinung geführt habe. Das ist eine entscheidende Frage, auch wenn es zu Gerichtsprozessen kommt. Welches entscheidende Argument in so kurzer Zeit Anlass zu einer vollkommenen Umkehr ihrer ursprünglichen Annahme gegeben hat? Cicero, Sie vermuten, es gibt dieses Argument nicht. Wiesendanger, ja, das vermute ich. Denn sonst wäre es ja schon längst genannt worden. Boom, Alter! Der Mann weiß, wie man argumentiert? Das geht in so eine Richtung, ich möchte bitte dein bestes Argument hören. Wenn da nur dämliches Gestammel kommt, dann hast du offensichtlich keine Argumente. Das wäre dann ja so etwas wie die Smoking Gun für die Zoonose-Theorie. Aber ein solches Argument ist bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Amerikanische Juristen sehen das als Schlüsselfrage. Wenn sie nicht beantwortet werden kann, ist der Vorwurf der Vertuschung auch von juristischer Seite klar belegt. Cicero, welches Motiv könnten die Virologen für eine solche Vertuschungsaktion gehabt haben? Wiesendanger, Anthony Fauci hat über 10 Jahre hinweg die hochrisikoreiche Gain-of-Function-Forschung nicht nur verbal, sondern auch mit Riesensummen amerikanischer Steuergelder gefördert. Gain-of-Function meint biotechnologische Manipulationen an Viren, die dadurch für den Menschen gefährlicher oder leichter übertragbar werden. Diese Experimente sind seit Jahren umstritten, denn sie beinhalten das Risiko einer weltweiten Pandemie. Die US-Regierung hatte für die Gain-of-Function-Forschung unter Präsident Barack Obama deshalb einen Förderstopp verhängt. Fauci hat dieses Moratorium aber untergraben und entsprechende Projekte nach Wuhan verlagert und weiter gefördert. Er hat einen der größten Forschungsetats der Welt. Die finanzielle Abhängigkeit ist für Virologen, die in den USA forschen, enorm groß. Cicero, das gilt für Professor Drosten allerdings nicht, oder? Wiesendanger, nein, Herr Drosten hat keine direkte finanzielle Abhängigkeit von Herrn Fauci. Aber Herr Drosten war in der ganzen Diskussion um die Gain-of-Function-Forschung immer im Lager derjenigen, die gesagt haben, dass virologische Forschung frei von staatlichen Regularien sein muss, dass in der Wissenschaft alles selbst geregelt werden kann und genügend Selbsteinsicht herrsche. Diese Diskussion begann nach extrem problematischen Gain-of-Function-Experimenten mit Vogelgrippeviren in den Jahren 2011 und 2012. Damals hat sich eine Wissenschaftlergruppe gebildet, die sogenannte Cambridge Working Group, um Richard Ebright von der Rutgers University, der jahrelang auf allen politischen Ebenen dafür gekämpft hat, diese hochgefährliche Forschung besser zu regulieren. Herr Drosten war Mitbegründer einer Gegeninitiative, die sich Scientists for Science nannte. Diese Bewegung hatte zum Ziel, die virologische Forschung frei von Beschränkungen zu halten. Letzten Endes ist ihnen das auch gelungen. Mit, wie wir jetzt vermuten, fatalen Folgen. Cicero, Sie meinen, dass Herr Drosten und die anderen Virologen nicht zugeben wollen, dass sie sich damals geirrt haben und deshalb den Laborursprung der Corona-Pandemie vertuschen? Wiesendanger, wenn klar wäre, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt, dann wäre das für die Virologie gleichzusetzen mit Ereignissen wie Hiroshima, Tschernobyl oder Fukushima. Es würden dann dieselben Diskussionen geführt wie nach den Atombombenabwürfen und schweren Reaktorunfällen. Das fürchtet man natürlich in der Virologie und will deshalb alles tun, damit diese Vermutung, dieses Verdachtsmoment aus der Welt geschafft wird. Das ist der Hintergrund. Und das sage nicht nur ich. Das sagen alle Wissenschaftler, die das Ganze im Detail verfolgt haben. Cicero, Sie selbst sind Physiker, kein Virologe. Daher wurde Ihnen nach der Veröffentlichung Ihrer Wuhan-Studie vorgeworfen, keine Ahnung von diesen Dingen zu haben. Wiesendanger, ich bezeichne mich weniger als Physiker, sondern als Nanowissenschaftler. Die Nanowissenschaften sind ein interdisziplinäres Fachgebiet an der Schnittstelle von Physik, Chemie und Biologie, aber auch Ingenieurwissenschaften bis hin zu Informatik. Auch biotechnologische Eingriffe, um die es hier geht, werden unter nanowissenschaftlicher Forschung verstanden. Aber unabhängig von Personen, wenn es um eine so entscheidende Frage für die Menschheit geht, würde ich der Beurteilung eines außenstehenden Fachfremden immer noch mehr vertrauen als der eines Fachidioten. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Aber da gibt es wirklich Leute, die so tief in ihrem Fachgebiet stecken, dass sie jetzt alles tun wollen, um keine kritische Diskussion aufkommen zu lassen. Ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt eigentlich das Problem ist. Also A, wieso muss der Cicero sowas ausgraben und darüber schreiben? Meine, von den E-Mails habe selbst ich mitbekommen. Warum wird das nicht in der Tagesschau behandelt? Und B, warum nicht einfach eine 5-stündige
sechsstündige Sondersendung Maischberger, Wiesendanger versus Drosten. Da könnte man dann zum Beispiel ganz einfach die Frage nach dem besten Argument klären. Warum so unendlich überzeugt von der Zoonose-Theorie? Warum, Herr Drosten? Das kann nicht so kompliziert sein, dass man das einem Vollidioten wie mir nicht erklären kann. Cicero, betreibt Herr Drosten selbst Gain-of-Function-Experimente? Wiesendanger, ich möchte mich über seine Experimente nicht äußern, weil ich darüber zu wenig weiß. Ich weiß nur, dass er allerhöchstes Interesse hat, dieses Verdachtsmoment nicht Richtung Laborursprung zu lenken. Cicero, weil er sich als Teil der Top-Virologen-Community fühlt? Wiesendanger, natürlich. Er steht in ständigem Austausch mit diesen Leuten und war nachweislich an dieser Desinformationskampagne beteiligt. Er hat nicht nur den ominösen Lancet-Brief unterschrieben, sondern auch einen anderen offenen Brief, der Facebook und andere soziale Medien dazu aufforderte, Zitat, gegen falsche und irreführende Informationen rund um die Pandemie vorzugehen, Zitat Ende. Das bestätigt er selbst im NDR-Podcast vom 12. Mai 2020. In derselben Podcast-Folge wird auch deutlich, was er mit irreführenden Informationen meint. Er spricht von, Zitat, Spekulationen um den Ursprung des Virus und sagt, da kommen wir in diesen Verschwörungsbereich rein, in den Laborursprung. Zitat Ende. Nun ist durch die Offenlegung der Fauci-E-Mails belegt, dass Herr Drosten zu diesem Zeitpunkt wusste, dass namhafte Virologen aus den USA, England und Australien den Laborursprung nicht nur als Möglichkeit, sondern als wahrscheinlichste Ursache von SARS-CoV-2 angesehen haben. Das ist der eigentliche Skandal in Bezug auf Deutschland, dass ein angeblicher deutscher Wissenschaftler in dieser Form Einfluss nehmen will auf soziale Medien. Für mich hat Herr Drosten jede Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler verloren. Cicero, er spricht von Verschwörungstheorien, betreibt aber in Wirklichkeit selbst eine Verschwörung? Wiesendanger, genau so ist es. Er betreibt die Verschwörung bzw. er hat sie betrieben, mit den anderen Virologen zusammen. Sie haben die ganze Medienwelt, die ganze Politik und auch den Teil der Wissenschaftswelt, der das nicht so genau verfolgt hat, in die Irre geführt. Es ist eine absolute Katastrophe, was sich dazugetragen hat. Ein Angriff auf die freie Debattenkultur und letztlich auf unsere Demokratie. Ja, fettes Ding. Ich hoffe, ihr seid nicht eingepennt, aber ist zumindest ein spannendes Thema. Ne? Ich trage jetzt auch nur noch nach, was es dann anschließend für ein War auf Twitter gab. Ein Twitter-War zwischen Drosten und dem Cicero-Magazin letztendlich. Los geht's hiermit. Cicero Online schreibt, vieles spricht dafür, also die bewerben da ihren Artikel, dass das Coronavirus in einem Labor entstanden ist. E-Mails des amerikanischen Chefimmunologen Anthony Fauci zeigen, dass die Laborherkunft gezielt vertuscht werden sollte. An dieser Vertuschungsaktion war auch Ed C. Drosten, das ist unser Herr Professor Dr. Drosten, beteiligt. Darauf antwortet Drosten. Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen. Antworten werden im Andeutungs- und Wertungsbereich stehen gelassen, belastbaren Tatsachenbehauptungen ausgewichen. Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis. Und dann hängt er noch ran, auch auffällig, in der NZZ ist zeitgleich ein bis hin zu Formulierungen inhaltsgleiches Interview erschienen. Betreibt hier jemand eine Kampagne? Und das Geile ist, dass Cicero daraufhin Folgendes angeboten hat. Lieber Herr Professor Ed C. Drosten, wir halten die Kategorisierung unseres Gesprächspartners als Extremcharakter in diesem Kontext für nicht weiterführend. Wir bieten gerne an, ein Streitgespräch zwischen Ihnen beiden zu organisieren und zu dokumentieren. Viele Grüße, die Redaktion. Was war die Antwort oder die Reaktion, egal welcher Natur, Drostens darauf? Ich nehme an, wie bei Samira, gar nichts. Richtig, richtig. Und der Tweet hier ist vom 3. Februar. Also er hatte Stand heute 3 Tage Zeit, da in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Schlomo, wenn du mich durch den Dreck ziehst, in irgendeinem Artikel, ob das jetzt beim Cicero geschieht oder bei der Bild oder sonst wo, ja, wenn du mich durch den Dreck ziehst, du Extremcharakter, der deine Kampagne fährt, und da bietet man mir an, dich zu zerfleischen vor laufender Kamera, dann werde ich darauf nicht mit Schweigen reagieren. Dann sage ich alles klar, heute noch möchte ich gerne mit Wiesendanger in einen Raum gesperrt werden, mach die Kameras an, wir klären die Geschichte. Sie benutzen ja diese Worte wie Extremcharakter extra dazu, sowas aus dem Weg zu gehen. Ne? Das Totschlagargument, da würde ich ihm wieder eine Bühne bieten und der ist so extrem, der darf keine Bühne bekommen. Ja, ja, und die so persönliche, hat man sich dann wieder rausgewieselt. Ne? Die persönlichen Angriffe, das ist einfach jämmerlich. Weil das kannst du ja wortwörtlich immer sagen, wenn irgendwas Kritisches über dich kam, dass das persönliche Angriffe provoziert. Ja. Und nochmal, also die Frage, um die es eigentlich geht, oder die zentrale, oder zumindest eine der zentralen Fragen, die ist eigentlich äußerst einfach. Ja? Was hat so viele Top-Virologen im Verlauf von wenigen Tagen dazu bewegt, ihre Meinung um 180 Grad zu drehen?
in dieser Telefonkonferenz muss ja irgendeine Information behandelt worden sein, die dazu führte, dass alle sagten, alles klar, Labortheorie ausgeschlossen. Was war das? Mhm. Wir wissen es offensichtlich bis heute nicht. Und was übrigens auch interessant ist, dass sich die Mainstream-Presse dafür gar nicht interessiert. Also soweit ich weiß, gibt es in Cicero diesen Artikel, die haben das Ganze gestartet, dann NZZ, wie von Drosten schon angemerkt, und bei Tichys Einblick. Das war es, glaube ich. Also komischerweise interessiert sich dafür niemand. Da interessiert sich die Bild nicht für, da interessiert sich der Tagesspiegel nicht für. Das ist irgendwie uninteressant. Ja, warum auch immer. Ich nehme an, auch Korrektiv interessiert sich da nicht für. Will ich das auf Facebook poste, diesen Artikel, oder kriege ich dann wieder fehlende Beweise oder, keine Ahnung, eine Extremperson wurde hier interviewt. Das wäre auch mal ein netter Hinweis auf Facebook. Ja, möglich. Ist ja auch schon, wer sich mal vorstellt, also sie probieren solche Vokabeln ja gerne mal etwas aus und später wird das dann irgendwas gegossen, was auch zur Anwendung kommt, ne? Dass Leute wirklich gelabelt werden, zum Beispiel als Extremperson, womit man dann als Ketzer direkt dasteht und automatisch alles, was du sagst, ist falsch. Die Leute sehen direkt, eine Extremperson, okay, das ist einer von den Bösen. Ja. Ja, so einfach kann man Leute markieren, ne? Mit so einem Wort.